Das hier sind Aufnahmen aus dem rheinischen Braunkohlegebiet, aus der Region zwischen Mönchengladbach und Aachen. Das hier ist die Grube Garzweiler 2. Hier wird nach Braunkohle gegraben und das wird auch noch einige Jahre so gehen. Etliche Dörfer sind hier schon weggebaggert worden und einige werden auch noch folgen. Während ich bei Garzweiler 2 ganz dicht an der deutsch-holländischen Grenze bin, passiert genau auf der gegenüberliegenden Seite im Osten Deutschlands an der deutsch-polnischen Grenze das Gleiche. Auch hier wird nach Braunkohle gebaggert. Ich bin hier in der Lausitz in Brandenburg. Das hier ist der Tagebau Welzow Süd. Bis 2011 wurden für diesen Braunkohletagebau 17 Dörfer weggebaggert. Der derzeitige Betreiber ist sich noch nicht klar darüber, ob er diesen Tagebau weiter betreiben wird. Die Entscheidung wird erst 2020 fallen. In der Lausitz hat man die stillgelegten Tagebaue meist geflutet. Das heißt, da sind inzwischen Seen draus entstanden. Man hat damit bereits in den 70er Jahren angefangen. Entstanden ist daraus das Lausitzer Seenland. Und genau das ist es, was man auch im rheinischen Tagebaugebiet plant. Hier will man auch die Tagebaue dann anschließend fluten und hier soll eine riesige Seenplatte entstehen. Das hier ist der Ort Proschim. Das ist einer der Orte, der weggebaggert wird, wenn man den Tagebau Welzow Süd weiterhin durchführen wird. Ich bin jetzt hier in Senftenberg und zwar am Senftenberger See. Der Senftenberger See ist 1300 Hektar groß und ist damit der größte künstlich angelegte See Deutschlands. Es ist heute ein sehr, sehr beliebter Ausflugsort, insbesondere für die Sachsen. Der Senftenberger See hat dabei wahrscheinlich den Optimalzustand dessen erreicht, was man hier insgesamt plant und die Wasserqualität scheint in Ordnung zu sein. Aber die ganze Vision von der Seenplatte gerät hier immer wieder mal ins Rutschen. Denn was hier rutscht, ist tatsächlich die Uferböschung. Wer mehr dazu wissen soll, sollte mal googeln nach Nachterstedt und Concordiasee. Hier hat es nämlich richtige Erdlawinen gegeben, die Teile von Ortschaften mit runtergerissen haben. Das ist natürlich alles eine sehr zwiespältige Sache. Man versucht hier in einer Region, wo eigentlich nichts mehr ist. Sie ist eigentlich landschaftlich durch den Tagebau nicht mehr attraktiv. Hier gibt es keine Industrie. Hier sind die russischen Soldaten ja inzwischen abgezogen. Alles kräftige Aderlasse und dazu kommt jetzt noch die Stilllegung der Tagebaue. Hier hofft man und hier setzt man natürlich auf die Seenplatte, die den Tourismus ankurbeln soll. Aber das alles wird noch ein langer Prozess sein. Vor allen Dingen im Rheinland, wo die Flutung der Tagebaue ja dann 40 Jahre lang dauern soll. In diesem Sinn, tschüss.